freue mich sehr über die Einladung, ein paar Worte über Lyndon LaRouches Beitrag zum Verständnis der Welt zu sagen. Ich lernte Lynns Arbeit zum ersten Mal kennen, als ich mich mit Jacques Cheminade in Frankreich traf. Er überreichte mir Lynns Buch, was sie schon immer über Wirtschaft wissen wollten. Das war das erste Mal, dass ich von der physikalischen Ökonomie hörte. Bei der Lektüre seiner Arbeit fielen mir einige neue Konzepte auf, etwa die Entropie in einer Wirtschaft. Wenn eine Wirtschaft entropisch ist, geht ihr letztendlich die Entwicklungsenergie aus. Technologische und technische Innovationen sind der Schlüssel zur Aufrechterhaltung der Entwicklungsdynamik und sind ein wichtiger antientropischer Faktor. Was Lynn uns über den entropischen Faktor in einer Wirtschaft gelehrt hat, könnte auch auf den heutigen Finanzsektor zutreffen, denn anstatt die benötigten Mittel in die Realwirtschaft fließen zu lassen, wie es eigentlich der Fall sein sollte, hat der heutige Finanzsektor eine Menge Produkte erfunden, die dieser nur für sich selbst ausgibt. Das ist entropisch und verbraucht eine Menge Ressourcen. Lynn hat zu Recht viele Finanzkrisen vorhergesagt. Denn wenn ja eine Abweichung der Finanzinvestitionen von der Realwirtschaft entdeckte, konnte er die Gefahr kommen sehen. Lynn hat zutreffend viele Finanzkrisen in Lateinamerika und in Asien vorausgesagt. Deshalb hatte er in diesen Regionen großen Einfluss. In Washington D.C. war ich durch Mike Billington mit Lyndon LaRouche bekannt gemacht worden. Und Lynn lehrte mich viel über die Entwicklung des Synarchismus in Europa und auch in der Welt insgesamt. Lynn lehrte mich, dass diejenigen, die die Kontrolle über andere Länder anstreben, indem sie sich in Finanzkrisen einmischen, die Gefahr finanzieller Gewinne übersehen können. Indem sie andere Länder in Finanzkrisen stürzen, können diese Synarchisten am Anfang durchaus Erfolg haben. Es mag ihnen gelingen, die Schafe zu scheren. Aber letztlich werden sie allen Schafen das Fell abziehen, sodass sie am Ende auch die Möglichkeit der Schafschur selbst verlieren werden. Das ist der Grund, warum die Finanzkrisen nach mehreren Anstürmen auf die Währungen in Lateinamerika, in Asien und in Europa auch in den Vereinigten Staaten angekommen sind. Lynn glaubte fest an Investitionen in die Infrastruktur. Er sagte, dass Investitionen in die Infrastruktur der wirtschaftlichen Entwicklung langfristig helfen könnten und dass Infrastrukturinvestitionen den Grundstein für eine gesunde Entwicklung legen könnten. Lynn sprach sich stets für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen China, den Vereinigten Staaten und Russland aus, insbesondere im Bereich des Infrastrukturausbaus. In diesem Sinne könnte Lynn auch als Vorläufer der chinesischen Belt and Road Initiative betrachtet werden. Heute, da wir den 100. Jahrestag von Lynn begehen,
sollten wir sein politisches Vermächtnis ernst nehmen. Denn er hat uns gesagt, dass wir nur durch die Förderung technologischer Innovationen und internationaler Zusammenarbeit, nicht aber durch Konfrontation Fortschritte für die Menschheit erzielen können. Wenn wir zulassen, dass die heutige Welt von denen beherrscht wird, die ihre Interessen hinter den Kriegen und der Eskalation der geopolitischen Spannungen sehen, werden wir in eine Teufelsspirale geraten und am Ende unseren Planeten zerstören. Wir sollten also aufstehen und Nein zu diesen Kriegstreibern sagen. Ich danke Ihnen vielmals.